Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. In der letzten Episode haben wir unsere Seemonte schwer abgegradet. Wir können jetzt bis zu 900 Meter tief tauchen. Und das werden wir diese Episode nutzen und auf eine Expedition gehen. Ich habe mal die Zeit ein bisschen genutzt und habe ein bisschen zumindest die Schränke hier aufgeräumt. So aufgeräumt, dass ich jetzt nichts mehr finde. Und zwar nehmen wir uns hier ein bisschen was mit. Ein bisschen an Fressalien. Denn wir machen uns ohne die Zyklop auf den Weg. Nur mit unserer Seemotte. Und hier möchte ich mal das Wasser einladen und unser... So, das lagern wir dort ein. Den Laserschneider und das Schweißgerät brauchen wir auch erstmal nicht. Das Konstruktionswerkzeug können wir theoretisch sogar hier lassen. Das brauchen wir auch nicht. Taschenlampe allerdings schon. Ich nehme noch eine Batterie mit. Oder zwei Batterien am besten. So. Nehmen uns hier noch ein paar Pilzchen. Nein, so nicht. So. Bauen uns noch zwei Batterien. Batterien kann man nie genug haben. Batterie Nummer 1. Und Batterie Nummer 2. Ich müsste eigentlich mal gucken, ob hier nochmal ein paar neue Sachen dazugekommen sind. Ich glaube aber nicht. Konstruktionswerkzeug. Das habe ich alles schon gebaut. Und das habe ich auch alles schon gebaut. Okay. Scheint nichts Neues zu geben, nichts Neues reingepatcht worden. Zumindest nichts, was wir jetzt schon bauen könnten. Dann sind wir soweit bereit, oder? Batterien tue ich mal auch beide oder eine dort rein. Alles klar, und auf geht's, liebe Leute. Und zwar habe ich schon ein Ziel. Wir wollen Richtung Lummerland. Und im Lummerland, oder nicht im Lummerland, aber in der Nähe des Lummerlandes, möchte ich gerne auf die Suche gehen nach dem Base-Atomreaktor, also den Atomreaktor, den wir in die Basis reinbauen können. Denn ich möchte meinen Strom mal wieder erweitern. Wir haben ja nicht schon genug Strom. Und ich befürchte, oder ich vermute, dass dieser neue Atomreaktor, den wir im Inneren bauen können, dass wir den... Quarz nehme ich mit. Ich befürchte, dass wir den mit dieser Reaktorroute betreiben können, die wir hergestellt haben. Diese Plutonium-Route. So, das nehme ich alles mit. Sehr schön. Was ist das hier? Quecksilber. Ich nehme es mal mit. Aber ich weiß überhaupt nicht, wofür ich das gebrauchen kann. Ist das nicht unheimlich hier? So, und hier geht es nämlich direkt schon mal steil runter. Das ist schon mal in die Gegend, in die ich möchte. Wir wollen nämlich ins Grand Reef, oder ins Grand Reef, ins große, tiefe Riff. Hier ist noch Quarz, jede Menge, das nehme ich mit. Denn Quarz können wir auf jeden Fall gebrauchen. Eine der wenigen Sachen, die wir im Moment gebrauchen können. Quarz und Titan. Titan finden wir aber eigentlich überall, deswegen muss ich das jetzt auf so einer weiteren weiteren Expedition jetzt nicht wirklich mitnehmen. Klar, wenn es uns über den Weg läuft, ja. Blei, okay. Was ist das hier für ein Zeug? Okay. Und wir wollen natürlich auch auf die Suche gehen nach neuen Lebensformen. Gerade schauen, wo ist die Seemotte da oben? Seemotte, du bist sehr dunkel. Könnte daran liegen, dass es Nacht ist, oder? Ich glaube, das bringt die Nacht so mit sich. Die Dunkelheit. Oh, und ich finde es so cool, dass wir 900 Meter tief tauchen können. Wo ist denn das Lummerland jetzt? Ich will nicht die Orientierung verlieren. Schonfausen ist dort. Lummerland, okay, da oben. Wir sind schon ziemlich nah an der Insel. Das heißt, wir sind eigentlich auch in der Nähe des großen tiefen Riffs. Das ist schon mal sehr gut. Da hatten wir damals auch den Atomreaktor gefunden. Aber es gibt ja jetzt den neuen Atomreaktor und da bin ich jetzt scharf drauf. Und hier gibt es so viel Quarz. Leute, es tut mir leid, ich kann nicht widerstehen. Ich muss das Quarz einsammeln. Wir haben echt nicht genug davon. Oh, sorry. Oh, wir sind da, wir sind da. Denn hier diese komischen, ja, IKEA-Lampen, nenne ich sie mal. Die wachsen nur im großen Riff. So, dann wollen wir mal die Augen offen halten nach Fragmenten. Liegt da schon eins? Nee, das ist ein Stein, oder? Ja,
Das ist ein Stein, ich nehme ich aber trotzdem mit. Gold, okay. Oh, Andor-Buchtfragment. Das haben wir aber schon längst. Aber Titan ist ja auch nicht schlecht. Und dann stolper ich nicht wieder über dieses Fragment und wundere mich oder frage mich, ob ich das schon eingesammelt habe oder nicht. Deswegen nehme ich es lieber direkt mit. Hey, schwimm doch nicht gegen mich, du Idiot. Was haben wir denn dort? Diamant, okay. Sehr schön. Ah, und hier haben wir wieder diese Membranbäume. Die finde ich hier voll cool. So schön. Was haben wir hier? Habe ich die schon gescannt? Kann ich eine Probe davon mitnehmen? Nee, leider nicht. Ich habe ja auch dieses Diamantmesser. Vielleicht kann man manche Sachen nur mit dem Diamantmesser abbauen. Das muss ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ich habe es aber, glaube ich, im Moment in der Zyklop eingelagert. Mit der wir sicherlich demnächst auch nochmal auf Erkundung gehen. Aber wahrscheinlich erst, wenn wir mit ihr auch tiefer tauchen können. Denn es bringt uns ja nichts, wenn wir mit der Zyklop nur 900 Meter tief kommen. 500 Meter. Ja, ich meine, es bringt uns schon was, aber... Wenn wir dann eh in die Seemotte umsteigen müssen. Oh, Space Nuclear Reactor. Genau das ist den, den ich suche. Sehr cool. Dann halten wir mal die Augen offen. 1 von 4, okay. Dann halten wir mal die Augen offen. Dann müssen die anderen Teile doch auch hier liegen. Das ist ja meistens so, dass wenn man eins findet, die anderen nicht lange auf sich warten lassen. Sieht mein Inventar aus. Okay, noch geht es. 330 Meter sind wir tief. Ich weiß gar nicht, sind wir schon mal so tief gewesen? Hier in diesem Biom? Ich glaube nicht, oder? ...41% Batterie. Sieht auch noch ganz gut aus. Nur schade, dass wir... ...hier gerade ein bisschen... ...auf Grund laufen und die anderen Fragmente nicht finden. Naja gut, wir müssen nur Geduld haben. Da ist schon wieder eins, jawohl. Base Nuclear Reactor. Dann muss ich aber auch schon wieder Luft holen, kurz. Komm schon, mein lieber Gleiter, komm raus. Seemotte, da. Oh, oh. Seemotte. Seemotte. Ah, gut. Mein Gott, wie ich immer packe. Gut, dann schauen wir uns mit der Seemotte mal ein bisschen um. Sicherer, als so weit zu schwimmen. Und vor allen Dingen hat die Seemotte auch ein sehr, sehr schönes Licht. Oh, da ist wieder ein Fragment. Und jede Menge Quarz. Das können wir beides gut gebrauchen. Ja, Base Nuclear Reactor. Sehr schön. Vielen Dank übrigens für den Tipp, lieber Taco. Dafür, wo ich suchen muss. Nämlich hier in diesem Riff. Und ich glaube sogar... Eigentlich ist es schade, aber ich glaube, wenn wir den... Nuklearreaktor haben, dass wir dann ziemlich alles gebaut haben und ziemlich alle Fragmente gefunden haben. Oh, guck mal, ist das hier Blut? Nee, ist nur eine Spiegelung. Da haben wir, glaube ich, ziemlich alles gefunden, was wir bauen können. Dann werden wir auf jeden Fall uns mehr aufs Erkunden spezialisieren, wenn wir alles gebaut haben. Ich möchte auf jeden Fall in den nächsten Episoden auch nochmal ausprobieren, ob wir in der Zyklop wirklich die Solarpaneele nicht anbauen können. Oder ob wir da den Atomreaktor vielleicht sogar reinbauen können. Das wäre so cool. Eine atombetriebene Zyklop. Und da ist er. Jetzt haben wir ihn. Sehr cool. Gut, dann nehmen wir die Fragmente auch direkt hier mit. Das gibt uns gutes Titan. Das brauchen wir sowieso. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Schade aber, dass ich wirklich jetzt hier nur den Nuklearreaktor gefunden habe. Aber wie ich schon sagte, ich glaube... Der ist sogar das Einzige, was wir im Moment finden können. Also, der Einzige, was wir noch gebrauchen können. Ich glaube, sonst haben wir wirklich alles. So, das nehmen wir noch mit. Ich hoffe, hier gibt es keine Kracher-Explosionsfische. Ich hasse sie. Und das wäre jetzt wirklich ärgerlich bei dem ganzen Quarz, das wir dabei haben. Ich schlage noch mal ein bisschen was ein in unsere Seemotte. Denn unsere Expedition soll ja nicht jetzt schon beendet sein. Ich könnte eigentlich ein bisschen was essen und trinken. Oder? Könnte ich das? Ich weiß es nicht. Ich warte erstmal ab. Vielleicht kommen wir ja noch nach Hause. Dann muss ich unser hart erarbeitetes Essen nicht verschwenden. Ich möchte aber, bevor wir nach Hause fahren, nochmal richtig tief hier runter.
und schauen, ob hier noch was Neues ist. Denn wir sehen ja hier, geht es richtig weit runter. 400 Meter Tiefe jetzt schon. Vielleicht finden wir hier noch Sachen, die wir noch nie gesehen haben. 500 Meter Tiefe. Wow. Vielleicht habt ihr ja schon einen Namen hier für unser großes Riff. Dann würde ich nämlich hier auch ein Beacon platzieren, eine Signalboje. Oh, oh Gott! Oh Gott, die neuen Wesen! Die neuen Crabs! Ich weiß nicht, wie sie heißen. Oh Gott, sie ziehen mir richtig viel Gesundheit ab von meiner Seemotte. Oh, oh, oh. Wo ist er hin? Aber sie sehen schon faszinierend aus, oder? Guckt sie an. Oh, es ist ganz schön aggressiv. Wow, der zieht richtig viel Gesundheit ab. Ich muss hier weg. Wie aggressiv sie sind. Da haben wir sie auch mal gesehen. Die neuen Lebewesen. Die sind erst ganz frisch im Spiel. Ungefähr seit einer Woche oder so implementiert. Ich muss mal gerade meine Seemotte reparieren. Wegen dem Arsch. Habe ich das Werkzeug dabei zum Reparieren? Sag bloß, ich habe mein Werkzeug nicht mit. Habe ich wirklich das Werkzeug zu Hause gelassen? Tatsache. Ich bin ganz schön unvorsichtig. Naja gut, dann beenden wir diese Expedition jetzt doch an dieser Stelle. Wow, so cool. Wir kommen aber nochmal hierhin zurück, Leute. Überlegt euch einen Namen. Moment, ich bin irgendwie in der Höhle, kann das sein? Überlegt euch einen Namen, Leute, wie wir hier dieses Biom nennen wollen. Oh, oh. Oh, das ist nicht gut. Ich bin irgendwie in eine Höhle reingeschwommen und bin jetzt hier alleine mit diesen ekligen Gehirnviechern. Die erinnern mich irgendwie so ein bisschen an, wie heißt denn der Film nochmal? Mars Attack? Ich glaube ja, ne? Mars Attack mit diesen Marsianern, mit dem großen Gehirn und diesen großen Augen, die alles auslöschen mit ihren Laserstrahlen. Oh, oh. Lass mich in Ruhe. Oh, die machen auch so unheimliche Geräusche. Aber guck mal, hier ist auf jeden Fall ein Höhleneingang. Die Höhle wollen wir uns auf jeden Fall genauer angucken demnächst. Ich werde auf jeden Fall nochmal hierhin zurückkommen mit meinem Schweißgerät, logischerweise. Denn wir wollen unsere Seemotte ja nicht verlieren. Denn wenn ich hier die Seemotte verliere, dann bin ich richtig am Arsch. Ich glaube, ich komme dann auch mit der Zyklop hierher. Denn ich glaube, der Zyklop können sie nichts. Dann kommen wir nochmal hierhin zurück, wenn wir die Zyklop auch ausgebaut haben. Hm, aber die Frage ist, wie machen wir das? Wir brauchen dieses Zyklop, diesen Druckkompensations-Kit brauchen wir. Hm, wo kriege ich das her? Muss ich mich mal schlau machen? Oder vielleicht schreibt ihr es mir in die Kommentare, wo ich das finde. Hat das vielleicht was mit dem Fragment zu tun, was uns eigentlich noch fehlte und wir die Zyklop ja eigentlich hätten gar nicht bauen dürfen? Denn wenn man mal ins PDA guckt... Oh, da ist noch was. Wenn man nämlich mal hier ins PDA guckt, fehlt uns bei der Zyklop noch ein Teil. Keine Ahnung, warum wir die Zyklop trotzdem bauen konnten. Ist mir bis heute ein Rätsel. Aber ich will mich nicht beschweren. Andockbucht. Sehr schön. Überall Höhlen. Wir nehmen noch ein bisschen Quarz mit. Da unten ist auch noch ein Fragment, oder? Nee, doch nicht. Ist irgendwo so ein... Da ist noch ein Fragment. Das scannen wir auch noch. Auch Andockbucht. Jede Menge Titan für uns. Sehr schön. Und dann schwimmen wir nach Hause. So, wir sind wieder in unserer Basis. Area 51,5. Welcome aboard, Captain. Und ich sollte auf jeden Fall mal dafür sorgen, dass wir immer ein Schweißgerät dabei haben, wenn wir mit der Seemotte unterwegs sind. Am besten lagere ich das ein. In einem der Inventarfächer. Apropos Inventarfächer, das sollte ich vielleicht mal leeren. Alles rausholen, was wir so dabei haben. Und zwar... Ich hatte es dabei? Wie blöd bin ich denn? Ich hatte es dabei und hab's nicht gesehen. Oh Gott. Moment, dann machen wir das direkt. Dann repariere ich die Seemotte mal hier direkt. So. Komm her, liebe Seemotte. Es kostet auch kaum Batterie, also es ist wirklich ausreichend, das Schweißgerät so dabei zu haben. Nee, ich tue es zu dem anderen Werkzeug. So, Schweißgerät. Und ein bisschen Essen und so ist auch nicht verkehrt.
Moment, ich tue das Essen wieder da rein. Wir haben es ja wieder rechtzeitig zurückgeschafft. Vielleicht sollte ich es aber in das untere Fach machen. Denn dann weiß ich immer ganz genau, wo ich meine Sachen habe. Ich glaube, das mache ich. So, das obere Fach ist es nämlich nicht. Genau deswegen. Dann nehme ich die Sachen nämlich hier raus. Oh. Und lager sie hier ein, in das Fach. Was jetzt nicht geht. Klasse. Das ist wieder so gut durchplant, Silent. So, was wollte ich denn jetzt überhaupt tun? Ich wollte irgendwas tun. Ach ja, den Atomreaktor bauen, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Zuerst aber muss ich das ganze Zeug, was wir gesammelt haben, mal einlagern. Kupfer haben wir auch ein bisschen gefunden. Quarz haben wir auf jeden Fall jede Menge gefunden. Blei tue ich auch mal da rein. Titan stecken wir hier hin. Jede Menge Titan. Ja, Gold und Diamanten brauchen wir leider gar nicht. Tue ich erstmal hier rein, das ganze Zeug. Kristallines Aluminiumoxid haben wir auch gefunden? Ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Naja, kann ja nicht schaden. Oder haben wir das noch dabei gehabt vom letzten Mal? Hm. So, schauen wir hier mal nach. Das nehme ich alles raus. Und dann lagere ich das nämlich in der einzigen Box ab, die wir unten haben. Nämlich diese hier. So, nehmen wir das ganze Quarz dort raus. So, und das wird dann meine Box, wo ich meine ganzen Vorräte reinpacke. So, Schweißgerät, Laserschneider und das hier. So, 8 Plätze haben wir dann immer belegt. Das ist noch akzeptabel. Sehr schön. So, dann wollte ich ganz kurz was essen, damit wir nicht verhungern noch während der Episode. Während wir jetzt hier fleißig bauen werden gleich. Dann hole ich mir mein Konstruktionswerkzeug aus unserem Werkzeugkasten. Und dann wollen wir mal schauen, was das denn benötigt. Unser Atomreaktor, den wir dort brauchen. So, Energie. Nuklearreaktor. Er braucht 2 Titanbarren, 3 Lead und Schmierstoff. Haben wir überhaupt 3 Lead? Ich hoffe. Und wir brauchen natürlich einen Mehrzweckraum. Und für den Mehrzweckraum brauchen wir Titan. 6 Stück. Mein Gott, war das schon immer so teuer? Das heißt, wir brauchen extrem viel Titan. Ich glaube, so viel Titan haben wir gar nicht. Moment, ich baue zuerst den Raum. Wo war denn unser Bioreaktor hier, ne? Genau, dann bauen wir nämlich da den Mehrzweckraum drüber. Noch einen zweiten. Damit das hier unsere Energie, unser Energiesilo. Eine Leiter brauche ich dann noch. Die braucht auch 2 Titan. Oh Gott, das ist teuer, das ganze Zeug. Bauen wir hier die Leiter hin. So. Okay. Wir können hier drüber bauen, das ist auch kein Problem. Guck mal, der Bioreaktor läuft noch. Hier werden schön die ganzen Fische vermatscht, die wir da reingesteckt haben. So, dann wollte ich ausprobieren. Ich wollte auch noch ausprobieren, ob man die Sonarpaneele auf die Zyklop bauen kann. Haben wir dafür vielleicht sogar genug Sachen bei? Titan und Quarz haben wir sogar bei. Mal gerade schauen, ob ich das bauen kann. Solarmodul. Also zum Vergleich. Hier geht es. Aber ich habe halt gelesen, dass das nicht geht und hab's auch schon gehört. Nein, das geht nicht mehr. Das wurde rausgepatcht, das ist schon eine ganze Weile geht das nicht mehr. Das war wahrscheinlich einfach zu krass. Aber ich werde auf jeden Fall mal versuchen, den Atomreaktor im Inneren der Zyklop zu bauen. Das könnte ich eigentlich jetzt schon machen, oder? Ich glaube aber, dass wir den Mehrzweckraum halt... Man braucht halt leider... Ja, quatsch mir nicht mal rein. Man braucht halt leider immer diesen Mehrzweckraum, um sowas zu bauen. Und ich denke, dass ich hier nicht genug Platz dafür habe. Hier unten auf keinen Fall. Wenn dann oben. Energiezellen. Es soll übrigens laut Entwickler, soll es inzwischen schon... Ah, guck mal, die Energiezelle ist schon leer. Kann ich die irgendwie entnehmen? Nee. Es soll eine Möglichkeit geben. Ah, guck mal. Hier ist auf jeden Fall Platz für die Ausrüstungsmodule. Aber wo baue ich die, ist die Frage. Ich habe doch keinen Fabrikator für die Zyklop, oder? Und an der Seemod-Modifizierungsstation kann ich es nicht bauen. Mal gerade schauen, ob wir hier irgendwas haben, was
in Frage käme, aber ich glaube nicht. Hier, die Nuklearreaktor, den würde ich gerne hier reinbauen. Hier irgendwo, hier wäre eigentlich genug Platz, man könnte ihn hier hinbauen. Aber das wird nicht funktionieren. Was macht er nicht? Kann ich vielleicht was anderes hier reinbauen? Wärmekraftwerk zum Beispiel. Nein. Bioreaktor. Auch nicht. Vielleicht das andere Atomkraftwerk? Das wäre cool. Das muss ich mal gerade schauen. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht gehen, weil ich die nur draußen bauen kann. Nee, das geht auch nicht. Er würde genau hier reinpassen eigentlich. Aber er macht das nicht, die Sau. Der andere Bioreaktor vielleicht? Nein, auch nicht. Weil es ist halt blöd. Wir können halt unsere Energiezellen nicht aufladen hier an der Zyklop. Kann ich hier eigentlich auch rausgehen? Nee, nur wenn der Seelenmotor angedockt ist, oder? Nee. Und das ist natürlich extreme Stromverschwendung, sage ich mal. Laut Entwicklerseite soll es eine Ladestation geben für Energiezellen. Aber irgendwie weiß keiner so richtig, wo man die bekommt. Vielleicht ist es schon erstellt, aber noch nicht implementiert im Spiel, dass man diese Stationen, diese Fragmente dafür noch nicht finden kann. So, ich wollte auf jeden Fall den Atomreaktor bauen. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode, falls ich überhaupt das Blei dafür habe. Mal gerade schauen, ob wir das Blei finden. Hier beim Quarz ist ein bisschen was. So sieht es auf jeden Fall aus. Zwei habe ich. Aber zwei würden nicht reichen. Ich brauche drei. Habe ich noch irgendwo Blei? Das wäre echt so super. Schmierstoff haben wir noch. Das könnten wir aber wieder neuen herstellen. Und ich glaube, wir können Blei auch sogar gar nicht mehr bauen. Dummerweise. Wir müssen es wirklich finden. Und zwar müssten wir dann nochmal ins Grand Reef, glaube ich. Weil es dort dieses Blei gibt. Ich schau mal gerade hier am Fabrikator, ob wir Blei noch bauen können. Bleiplatten. Und ich glaube nämlich nicht, die sind rausgenommen worden. Ich vermute mal, weil es keinen Sinn macht, eigentlich die zu finden in einem, gerade schon keine Bleiplatte. Wenn, dann würde man Blei finden. Okay, nee, es ist ja auch Blei, was wir finden, aber es ist so ein bisschen plattenförmig. Dadurch, dass die das rausgenommen haben hier aus dem Fabrikator, das aber irgendwie im Spiel implementiert trotzdem sein muss, damit man halt weiterbauen kann, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die das wirklich nur übergangsweise gemacht haben. So als Notlösung, dass man das jetzt für eine gewisse Zeit halt in Steinen findet und dass das später wieder rausgepatcht wird und wieder anders gelöst wird. Nun ja, aber liebe Leute, das werden wir in der nächsten Episode dann rausfinden. Da werden wir uns nochmal auf den Weg machen ins Grand Reef wahrscheinlich, denn wir brauchen Blei und wir wollen Atomenergie. Würde mich sehr freuen, wenn ihr bis dahin auch wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Silent.